Innenminister de Maizière ist zufrieden. Ein Test zur automatischen Gesichtserkennung in Berlin läuft nach seinen Worten gut. Nun soll das Projekt, das bei Datenschützern auf Kritik stößt, sagte de Maizière bei einem Besuch vor Ort, dies sei eine sehr gute Treffere, die auch deutlich besser sei als bei einem ähnlichen Versuch vor etwa 10 Jahren. Sagte de Maizière, das bis Ende Januar befristete Projekt solle um weitere 6 Monate verlängert werden, um zu testen, ob es bei Bildern mit schlechterer Qualität eine ähnlich gute Treffere gebe wie in der ersten Testphase mit sehr guten Fotos, denn im polizeilichen Alltag legen von Menschen, nach denen gefahndet werde. Nur schlechte Bilder vor seit dem 1. August wird am Bahnhof Südkreuz erprobt. Ob mit moderner Technik die Fahndung per Videokamera nach Terroristen, das System flächendeckend einzuführen, zumindest in den dem Bund unterstehenden Bereichen wie Bahnhöfen und Flughäfen. Er sei aber auch bereit, mit den Ländern über die Einführung etwa im Personennahverkehr zu sprechen. Quelle: ntv.de